Wir werden alle sterben. Und das steht fest. Es steht fest mit dem Tag unserer Geburt. Und wenn man so will, es ist das Einzige, was wir wirklich wissen von dem, was in unserem ganzen Leben geschieht. Von daher, was ist an dem Thema so schlimm? Warum wird es aus der Gesellschaft so ausgegrenzt? Und ist es nicht viel wichtiger, die Zeit, die wir hier sind, zu leben? Lasst uns leben! Dankeschön. Eine sehr, sehr gute und tolle Rede. Egal, wer wofür Angst hat. Die einen haben die Angst vor dem Virus, die anderen haben die Angst vor den Maßnahmen, die anderen haben die Angst vor dem, was sie glauben, was vielleicht dahinter steht. Die nächsten haben die Angst vor der Zukunft, weil sie ihren Job verlieren. Die nächsten haben die Angst vor der Zukunft, weil sie Repressalien fürchten. Es sind unglaublich viele Menschen in Angst. Aber was brauchen wir eigentlich in dieser Zeit? Wir brauchen in dieser Zeit Mut. Wir brauchen in dieser Zeit Zuversicht. Wir brauchen in dieser Zeit Freunde. Menschen, die wir lieben, Menschen, die uns lieben. Ohne Angst kann man plötzlich wieder klar denken. Die Angst vernebelt einem den Verstand. Die Angst hält die Menschen, wenn man es aus der Medizin heraus betrachtet, in ihrem Stammhirn. Die sind in ihrem Flight-and-Fight-Modus, also entweder flüchten oder kämpfen. Und sind dann total sensibilisiert auf alles, was sie gefährden könnte. Und sie werden durch diese ganze Panikmache, die überall geschürt wird, statt die Menschen zu Besonnenheit und Ruhe aufzurufen, wenn denn schon eine Katastrophe unterwegs ist. Darum geht's. Also es geht darum, den Menschen die Ruhe und ihr Selbstwertgefühl und das wieder zurückzugeben. Und wenn diese Angst weg ist, dieser Stammhirnreflex draußen ist, nenne ich ihn jetzt mal, dann setzt das klare Denken wieder ein. Dann ist es möglich, plötzlich Zusammenhänge zu erfassen, Statistiken zu erfassen, Zahlen zu erfassen, logischen Gedankengängen zu folgen. Und das ist der erste Schritt. Der erste Schritt in jedem Dialog ist, dieses Grundvertrauen aufzubauen, dieses Gespür füreinander und dass keiner vor dem anderen Angst hat. Und dann kann man über alles reden und kann sich alles gegenseitig klar machen. Und das ist das, worum es jetzt geht. Geht aus der Angst, habt Zuversicht, habt Mut, und glaubt an euch. Und dann habt ihr ein gesundes Immunsystem und dann braucht ihr noch weniger vor irgendwas Angst haben. Und das nächste, was mir aus ganzheitlich-medizinischer Sicht noch wichtig ist, ist zu sagen, gerade Menschen, die sich jetzt zurückgezogen haben, die vielleicht sogar wenig an der Sonne waren und deswegen auch wenig Vitamin D über den Sommer tanken konnten, wenn ihr wirklich was dafür tun möchtet, dass es euch besser geht oder dass ihr gewappnet seid für den Winter, weil die nächste Grippewelle kommt mit Sicherheit, wenn ihr das machen wollt, dann seht zu, dass ihr euren Vitamin D-Spiegel, den Zinkspiegel und den Vitamin C-Spiegel hochhaltet. Und entweder testet ihr das über Laborwerte oder ihr nehmt zumindest mal eine Basisdosis ein, um euch für diesen Winter zu wappnen, euer Immunsystem zu stärken und euch Gutes zu tun. Und dann ist doch alles okay. Schützt die, die schützenswert sind und lebt euer Leben. Weil wenn wir eines wirklich nicht zulassen dürfen, dass diese Kluft, dieser Graben, der im Moment durch die Gesellschaften fast auf dem ganzen Planeten auf unterschiedliche Art und Weise gezogen wird, dass dieser Graben noch tiefer wird. Ich mag mein Mitpersonal, ich mag meine Dienstärzte, ich mag meine Oberärzte, ich mag meine Stationsärzte, ich mag meine Kollegen in der Pflege. Und ich finde auch immer noch, das sind ganz viele vernünftige, engagierte Menschen, die ihren Job machen, nicht nur, weil sie dafür bezahlt werden, sondern auch, weil sie da was echt Sinnvolles tun.
Und dann stand ich da und dachte, was ist denn hier jetzt gerade los? Dann haben wir alles Mögliche geschlossen, also nicht nur Patienten abgewimmelt. Wir haben dann auch die PIA zugemacht, das ist die Psychiatrische Institutsambulanz, wo ambulante Patienten, die also gerade keinen stationären Aufenthalt brauchen, aber schon regelmäßig Unterstützung von Psychiatern und Therapeuten. Dann ist die Tagesklinik zugemacht worden. Tagesklinik bedeutet Patienten, meistens Patienten, die vorher stationär bei uns in der Klinik waren, die es wieder hinkriegen, zu Hause einiges selber zu regeln, auch zu Hause zu schlafen und das Wochenende zu Hause rumzubringen alleine oder mit ihrer Familie, die aber unter der Woche etwa Therapie und Betreuung brauchen, wurde zugemacht. Keiner hat sich Gedanken gemacht, was jetzt mit den Leuten passiert, ob das jetzt irgendwie tragisch endet. Und bei diesen ganzen Maßnahmen, die wir dann da teilweise auch in vorauseilendem Gehorsam dann im Krankenhaus ausgeführt haben, ach ja, die Patienten durften keinen Besuch mehr empfangen. Das war ja auch grandios. Also wirklich, Psychiatriepatienten sind elementar darauf angewiesen, Besuch zu bekommen und auch mal das Krankenhausgelände verlassen zu können, um wieder in die Welt zu finden und wieder Kontakt zu anderen Menschen zu finden und sich wieder in ihren Alltag reinzufinden. Warum machen wir das? Warum lassen wir das mit uns machen? Und warum machen wir das mit den Patienten? Haben wir schon immer geglaubt, dass wir als psychiatrisches und therapeutisches Personal im Prinzip überflüssig sind und im Prinzip so Luxusbehandlungen machen für Menschen, denen es zwar schon schlecht geht, aber zur Not können sie auch mal ohne uns auskommen? Das war mir einfach unbegreiflich. Ich hatte da ein ganz anderes Bild von meinem Beruf. Ich hatte immer schon die Überzeugung, dass wir da was Wichtiges tun, jeder in einem kleinen Maße, aber dass wir da was elementar Wichtiges tun und dass wir ernsthaft, richtig, wirklich systemrelevant sind. Und dann hatte ich immer mehr den Eindruck, danke. Schön, dass ihr das auch so seht. Und ich will anklagen, beispielsweise damit, dass ich hier einen Artikel in der Hand halte, erschienen vor vielen, vielen Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und hier seht ihr ein Bild. Und auf diesem Bild knien Menschen in roter Kleidung und sie tragen etwas. Das ist so etwas bläulich gefärbtes, was man so im Gesicht trägt. Man sagt, glaube ich, Maske dazu. Und in diesem Artikel heißt es dann, dass Zeitungen und Fernsehsender veröffentlichten Fotos, die die Gefangenen kniend in Handschellen, Ohrenschützern und mit Masken über Mund und Nase zeigten. Und warum? Das war Teil der Folter. Teil der Folter in Guantanamo Bay, dem Foltergefängnis der Amerikaner. Denkt darüber nach, was man mit Masken tut, was man mit Masken erreicht. Und da müssen wir anklagen. Ich weiß nur eines. Wir brauchen in diesen Zeiten Mut. Die Freiheit ist bedroht. Viele unserer Mitbürger erkennen noch nicht, wie Corona genutzt wird als Sündenbock für Maßnahmen in den nächsten Monaten und Quartalen und Jahren, die für diejenigen, die sich damit beschäftigen und die das wissen, beängstigend sind. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Lasst uns den Wind der Veränderung einfangen, ob wir schwarz sind oder weiß sind, ob wir arm sind oder reich sind, ob wir Christen sind, Muslime oder Juden sind. Lasst uns den Wind der Veränderung einfangen, für eine positive Vision. Und ich hoffe, dass das, was ich euch heute vorgelesen habe, dass das eine Vision der Freiheit und der Selbstbestimmung ist. Für eine Ära der Herrschaft der Menschen. Für eine Ära der Herrschaft der Menschen. Und wir können hier bis zur nächsten Bundestagswahl Gräben überwinden und uns die Hand reichen. Da dürfen wir nicht nachtragend sein. Und jeder von uns, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, oder nicht? Jeder von uns, ich mache jeden Tag Fehler. Lasst uns Brücken bauen, lasst uns aufeinander zugehen, lasst uns Hände reichen, lasst uns auch all den Staatsanwälten und Polizisten die Hand reichen, die heute eine erbärmliche Gesetzgebung der Regierenden in Berlin umsetzen müssen. Es sind letztlich genauso Menschen wie wir und ihre Familien würden unter die Räder kommen in den nächsten ein, zwei Jahren, genauso wie unsere Familien bedroht sind. Und das zum Abschluss. Ich sage das immer wieder und ich musste zum Schluss kommen, aber ich sage es immer wieder. Dass Mahatma Gandhi mein Weg ist und ich hoffe auch eurer. Keine Gewalt, wir müssen den Weg der Liebe gehen. Mahatma Gandhi hat den Ausspruch geprägt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Niemand von euch kann es wollen, dass sich in den nächsten ein, zwei Jahren in Westeuropa verschiedene Teile einer Gesellschaft oder von Gesellschaften gegenseitig die Köpfe einschlagen. In Deutschland gab es mal einen Spruch vor langer Zeit. Willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Sorgt dafür, dass das nicht passiert. Redet miteinander, baut Brücken und lasst uns den Weg zur Selbstbestimmung gehen
und lasst uns den Eliten, die uns spalten, die uns aufeinanderhetzen, die uns gerade kontrollieren, lasst uns diesen Eliten zeigen, nämlich etwas, die rote Karte zeigen. Lasst uns klar machen, dass wir Menschen sind und dass wir als Menschenfamilie uns nicht länger spalten lassen. Danke euch. Das ist doch gar nicht wahr, nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schar. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Oh ja. Alles wie je war, war. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit pharmazeutischer Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch aus Zahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen ist euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen sich zu einem Klon. Darmstadt, Wiesbaden, Hessen, alle Menschen, alle Hände hoch. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch der Widerstand ist da. So klar. Deine Zukunft wird da. Doch sprecht es mir nach. Fake News Media. Neben mir steht der Thomas, unser weltbekannter Busfahrer. Eine mega coole Socke, weil wir sind eigentlich Kollegen. Thomas, ich möchte dich einfach mal fragen, wie ging es dir die letzte Zeit? Was ist alles passiert? Sie haben dir gedroht, den Führerschein wegzunehmen. Erzähl uns einfach mal ein bisschen was darüber, wie es dir geht, persönlich. Deine Eindrücke. Also im Grunde genommen geht es mir relativ gut, dank eurer Unterstützung. Ja. Wenn die nicht gewesen wäre, wüsste ich jetzt nicht, wo ich heute wäre und wo ich jetzt stehen würde. Im Großen und Ganzen ist es ja so, dass ich die Dinge, die passiert sind, nicht mehr verantworten konnte und habe dann die Reißleine gezogen. Ne, so kann man das sagen. Und wie geht es dir persönlich momentan? Weil du hast ja die Kündigung bekommen, wie gesagt, eben schon erwähnt, sie haben dir angekündigt, den Führerschein wegzunehmen. Wie geht es dir dabei und wie gehst du jetzt weiter vor? Also im Moment bin ich im Kampfmodus. Sie haben mir tatsächlich angeboten, den Führerschein innerhalb von 7 Tagen abzugeben. Das werde ich natürlich nicht tun, das ist mein Eigentum. Und zudem sollte ich noch 150 Euro abgeben, ja, um mir mein Eigentum da hinzulegen. Nee, sage ich, nee, ganz klar, das gibt's nicht. Und diese Willkür werde ich definitiv nicht unterstützen. Das heißt, du wirst trotzdem weitermachen, wirst weiter kämpfen, genau. Gehst weiter auf Demos? Absolut, ja, genau. Das ist nämlich genau das, was sie jetzt verursacht haben. Nämlich einen gegenteiligen Effekt, der sich jetzt unter anderem auch positiv für mich auswirkt, weil ich eben merke, wie groß die Unterstützung ist. Und das ist genau das, was alle brauchen, die sich trauen, diesen Schritt zu gehen. Was möchtest du deinen Kollegen draußen in der Welt mitteilen? Ganz wichtig, hört auf, diese Befehle auszuführen. Wir sind verpflichtet, Fahrgäste sicher von A nach B zu bringen und nicht Kinder an der Haltestelle stehen zu lassen, die anfangen zu weinen und möglicherweise noch 2 Stunden oder vielleicht sogar länger auf den nächsten Bus zu warten. Also ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ich bin vorletzte Woche im Bus mal mitgefahren bei einem anderen Kollegen. Ich war zutiefst erschüttert und mir sind die Tränen in die Augen gekommen, wie verängstigt und verschüchtert die Kinder in dem Bus sitzen, wo ich gesagt habe, nimm doch mal die Maske runter, du siehst nicht gut aus, du bist blass. Die Kinder haben die Maske nicht runtergenommen, so verschüchtert und verängstigt, wie sie waren. Kannst du uns das auch so bestätigen? Hast du das auch so empfunden? Ja, absolut. Auch die sozialen Gespräche, die man so kennt in einem Bus, morgens auf dem Weg zur Schule, finden überhaupt nicht mehr statt, stark eingeschränkt. Und man spürt auch deutlich, dass es dem einen oder anderen nicht gut geht. Ne? Und ich war halt auch hier einer derjenigen, die gesagt haben, okay, wenn du deine Maske vergessen hast, steig ein, ne? Gar kein Problem. Also ihr seht, Thomas ist eine starke Wurst.
Ich finde ihn einfach toll. Ich bin stolz, dass wir beide eigentlich denselben Beruf haben. Und liebe Busfahrer, nehmt euch ein Beispiel an Thorsten. Selbst wenn ihr euren Job erst einmal verliert, ihr tut was Gutes für die Kinder. Die meisten haben selber Kinder. Denkt an eure Kinder, denkt an die anderen Kinder. Ja, möchtest du noch was sagen? Sicherlich gibt es einige von euch, die auch Kinder haben und Familie haben. Und bitte, lasst es sein, die Befehle der Regierung auszuführen. Vielen Dank für das Interview. Halt den Kopf hoch, wir stehen alle hinter dir. Danke. Dankeschön. Wie gesagt, du hast gerade auf der Bühne gesprochen. Meine Frage wäre jetzt, du hast über Arbeitsschutz gesprochen. Kannst du uns Informationen geben? Hast du irgendwelche Informationen, was den Schutz der Kinder in den Schulen angeht, was die Masken angeht? Ja, also der Punkt ist einfach der, zu Kindern gibt es diesbezüglich soweit ich weiß zumindest, keine wirklichen Untersuchungen. Und weil bisher ist ja noch niemand auf die Idee gekommen, einem Kind irgendwo eine Maske überzuziehen. Aus meiner Sicht war es immer ein Thema beim Arbeitsschutz, in der Arbeitsmedizin, wenn Menschen mit bestimmten Gefahrstoffen zu tun hatten, dass man dann entschieden hat, gut, wenn man die Gefahrstoffe nicht anders von ihnen abhalten kann, dann brauchen sie eine Maske. Und die entsprechende Maske wurde dann ausgewählt aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung. Und dann hat man festgelegt, je nach Maske, oder dann ist gesetzlich festgelegt, je nach Maske, wie lange sie getragen werden darf und wie damit umgegangen werden darf und welche Auflagen oder welche Bedingungen sind, ob Untersuchungen durchgeführt werden müssen oder nur angeboten werden müssen. Und alles das findet ja irgendwie bei den Kindern gar nicht statt, aber kann auch schwer stattfinden, weil wir dazu, also ich weiß keine wissenschaftliche Grundlage dafür, was bei Kindern mit Masken eigentlich der Fall ist und worum wir uns da kümmern müssten, weil ein Kind ist ja nicht einfach ein kleiner Erwachsener und kann alles gleichermaßen, sondern ein Kind ist ja einfach anders. Also ein Kind hat anders Probleme, wenn irgendwas vor dem Mund ist. Es kann ja nicht genauso atmen wie ein Erwachsener. Ein Kind kann auch keinen Luftballon einfach mal aufpusten oder braucht viel länger, um Kerzen an einem Geburtstagskuchen auszupusten. Also kann man sich ja überlegen, dass es für ein Kind irgendwie nicht genau dasselbe sein kann, wenn es plötzlich was vom Mund hat, was die Atmung vielleicht ein Stück weit behindert. Nur echte Studien sind dazu, glaube ich, noch nicht gemacht worden und ich weiß auch nicht, ob man die von einem Ethikrat durchkriegen würde, ganz ehrlich. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ja, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit und stelle mich heute zum Beispiel in Darmstadt auf die Bühne und spreche einfach zu den Leuten? Das habe ich eigentlich so gar nicht gesagt, das ist passiert. Also ich war einfach mit auf einer Veranstaltung und habe mich als Ärztin sozusagen geoutet und dann hat man mich gebeten, mit zu einer Schule zu gehen. Dort bin ich spontan mit hingefahren und dort ist dann einfach so in einem Livestream dieses Video entstanden. Und das ist dann rausgeschnitten worden und ging halt viral. Also das ging einfach irgendwie, es wurde 1 Million Mal geklickt innerhalb von 48 Stunden und dann wurde Klageparten sowohl das Video von der YouTube-Seite gelöscht, wie auch der ganze Kanal für eine Woche gesperrt. Und das, obwohl ich einfach nur über Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gesprochen habe. Und das ist aus meiner Sicht halt wirklich krass. Also ich frage mich, was hat das dann zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten, wenn man keine fachlichen Dinge mehr, die man in der Facharztprüfung als korrekt wiedergibt, mehr in der Öffentlichkeit sagen darf, ohne zensiert zu werden? Das ist bemerkenswert, nennen wir es mal so.